auch 10 Jahre Kollege von Manfred zum Beispiel im Rat. Und ich beklage eigentlich diese völlig engstirnige Sicht, mit der das Problem angegangen wird. Das Problem selber können wir nicht wegdiskutieren, gerade mit dem Schutz der Jägerrechte. Ja? Aber warum ist die einzige Lösung, die immer wieder in den Blick kommt, irgendwelche Flächen zu bebauen? Warum ist nicht, wie es meine Vorrednerin gerade gesagt hat, warum geht man nicht hin, und zwar mit Power, also mit Manpower auch, und untersucht den Wohnungsmarkt? Warum geht man nicht hin und überlegt sich, dass man zum Beispiel irgendwelche Vorschriften, wie sicher, wie feuersicher oder sonst was, irgendwelche Wohnungen zu renovieren sind, ob man die etwas geringer macht, damit man Leute unterbringt. Ein Grund dafür ist, dass diese Stadt seit 2010 1000 Arbeitsstellen, Arbeitsplätze vernichtet hat, sind gestrichen worden. Das waren fast 700 Vollzeitarbeitsplätze. Und die fehlen jetzt überall in der Verwaltung. Die können einfach nicht hergehen und sagen, wir untersuchen jetzt mal mit, was weiß ich, einer besonderen Stelle den Wohnungsmarkt, der ja da ist. Ja, das sind ja verschiedene Beiträge. Das wird nicht gemacht, weil die Leute fehlen. Was man hat, ist ein Planungsamt von Herrn West, und der sagt, wir haben ein paar Flächen und da wollen wir was drauf bauen. Das ist so engstirnig. Ja, natürlich. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt mit dem zuvor. Warum darf das nicht etwas kosten, dass man Flüchtlinge in Wohnungen bringt? Wenn sie drinnen sind, jeder weiß, wenn Flüchtlinge in Wohnungen leben, ist das die billigste Form ihrer Unterbringung. Dass man da hinkommt, kostet vielleicht ein bisschen was. Aber es kostet garantiert nicht so viel, als wenn man die Landwirte oder irgendwelche anderen Gebiete erstmal überhaupt erschließen muss. Da muss man Straßen bauen, da muss man Gasleitungen legen, da muss man Elektroleitungen legen, da muss man Abwasser legen. Alles Kosten, die werden irgendwie weiße Kornbrot hingerechnet. Das braucht doch überhaupt nicht. Und deswegen würde ich ganz dringend plädieren, jetzt auch bei dieser Vorlage, von der ihr gerade gesprochen habt, die jetzt irgendwann diese Woche kommen muss, die mal zu prüfen, ob die überhaupt noch etwas Alternatives vorschlägt zu dem ewigen Mantra, Flächen müssen bebaut werden, mit einigermaßen besseren, und das ist ja auch in Ordnung, Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und mit der Perspektive, die wir, glaube ich, alle hier ablehnen, dass das irgendwann mal als Bauland verhökert wird. Ja. Aber es gibt doch andere. Ja, einfach noch mal ganz kurz zu den Wohnungsleerständen. Es gab ja die Aussage vom Planungsdezernenten und Stadtdirektorin West, dass wir nur eine 2%ige Leerstandsquote hätten. Das braucht man sich gar nicht aufregen, ist auch so, ist natürlich nicht so. Es waren bis zum 31.12.2013 19.700 Wohnungen, also ermittelte Leerstände, 6% Leerstand in der Gesamtstadt. Und man hat jetzt über den deutschen Paketdienst nochmal eine Leerstandswohnungsermittlung vorgenommen und ist auf eine Quote von 8.000 leerstehenden Wohnungen gekommen, was dann roundabout 3% machen würde. Jetzt muss man, ob das jetzt so stimmt, wenn der Paketdienst diese Analyse macht, gibt es da sicherlich Spielräume nach oben. Das würde ich auch so sehen. Ich dachte, ich will ja nur das, was er uns gesagt hat, erstmal wiedergeben, damit man weiß, über welche Grundlage wird gesprochen. Bei diesen Leerstandsquoten muss man natürlich sehen, dass bei der Vermittlung auch die Mietobergrenzen im Auge behalten werden müssen. Da gibt es dann bei Vermittlung an Menschen, die Asyl suchen, so Mietobergrenzen, die nach einem Jahr, wenn die Menschen dann sozusagen zur Miete wohnen, nochmal neu überlegt werden, dann gehen die Mieten auch hoch. Das heißt, wir müssen aber auch im Umkehrschluss sehen, die höchsten Wohnungsleerstände sind nicht im Essener Süden. Das gebe ich auch an Herrn Keil zu bedenken. Die Wohnungsleerstände, die sind hier im Osten sehr hoch, immer in den Gebieten, wo keiner wohnen will. So, das muss man, ja, das ist so. Und ich erinnere an Försterfeld, ja. Also, man sollte auf jeden Fall die Vermittler nachprüfen. Das wird in dieser Vorlage nicht mehr stehen, weil die Widerstände waren Gott sei Dank, und da kann ich nur sagen, wer sagte gerade im Osten, da würde man sich nicht so wehren. Sie haben sich gut gewehrt im Osten. Ich habe immer gehofft, dass der Osten endlich mal aufsteht, und Sie haben auch einiges erreicht. Machen Sie das nicht klein, was Sie erreicht haben. Sie haben eine Menge erreicht, und das finde ich auch richtig, und ich finde es gut, weil im Essener Süden bei vielen kleinen Flächen haben Sie gleich 1000 Gutachten, die vorgelegt werden, und dann ist das Ding schon vom Tisch. Deswegen bleiben Sie stark, bleiben Sie dran. Aber es ist so, dass diese Bauleitplanung nicht mehr verknüpft wird mit den Asylstandorten.
Das darf nicht in der Vorlage stehen, das hat der Planungsdezernent zugesichert und das wird der Oberbürgermeister, davon gehe ich aus, unterschreiben. Jetzt geht es erstmal nur um die Frage, wo, an welcher Stelle Unterkunftsstandorte. Wenn die wegkommen, und das ist eher das Problem, die werden nicht schnell leergezogen, weil die Flüchtlingsfrage sich nicht so schnell klären wird, dann wird da nicht nur die Eigenheimbebauung stattfinden, sondern die Frage ist eher, wie lange werden die Unterkunftsstandorte dort eben bestehen bleiben. Das ist, glaube ich, eher noch die Frage, was das mit dem Stadtteil dann macht. Also da bin ich dankbar, dass die Bauleitplanung raus ist. Also ich wollte auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Zu dem anderen, zu dem Thema leerstehende Wohnungen, Leerstand, da können Sie auf unserer Internetseite mal ganz gut den Schreiben an unseren Oberbürgermeister sehen. Da gibt es ja mittlerweile mehrere Studien zu. Mittlerweile gibt es sogar, oder mittlerweile, es gibt auch eine Studie, die von der Stadt Essen selber in Auftrag gegeben worden ist. Und auch die sagt, dass die Stadt in den nächsten 10 Jahren weiter schrumpfen wird. Das heißt, wir werden also noch mehr leerstehende Wohnungen haben, weil wir nicht im gleichen Maße Wohnraum vernichten, wie Leute hier wegziehen. Und das ist nicht nur die eine Studie, gucken Sie sich das in unserem Schreiben wohl mal an, wir haben alles aufgeführt, es sind 2 oder 3. Das nächste ist, ich muss da vorsichtig sein, ich habe mir den Spaß erlaubt und habe bei der Stadt angerufen, weil ich eine Wohnung vermieten möchte. Wenn Sie sich da mal auf der Homepage der Stadt Essen umschauen, da kommen Sie, wenn Sie Vermieter sind, natürlich schon ein bisschen ins Wundern. Das ist natürlich ein Thema, was wir hier nicht ändern können, aber ich möchte es trotzdem einmal kurz ansprechen. Dort werden ja Mieten bezahlt, die nicht nach Quadratmetern berechnet werden, sondern nach Köpfen. Was eigentlich merkwürdig ist. Ja, ich habe also die Frage ganz bewusst gestellt, ja, wenn ich also eine 75 Quadratmeter Wohnung habe, dann passen ja schon 10 Flüchtlinge rein in die Etagenbetten. Ja, nicht? Ich habe es sehr provokativ gemeint. Ja? Ich wollte hören, was die Stadt Essen jetzt zu mir sagt. Ne? Und da kam die Antwort darauf, nee, das geht nicht. Also bei 75 Quadratmetern würden wohl 2 Erwachsene und 2 Kinder würde Schluss sein. Gut, 2 Erwachsene und 2 Kinder macht nach deren Rechnung 511 Euro Miete. Inklusive aller Nebenkosten, außer Heizung. Und wenn Sie sich das mal durch Quadratmeter teilen bei 75 Quadratmeter, dann wird es selbst im Essener Osten in manchen Ecken ganz schön schwierig. Von daher ist vorprogrammiert, dass mit solchen Geldern auch nur da Wohnungen vermietet werden können, wo sie 4 oder 5 Euro pro Quadratmeter bekommen. Und wie gesagt, da sind wir in manchen Bereichen, in Leinte zum Beispiel, auch schon raus. Also von daher ist das vorgegeben, dass der Essener Süden, da können Sie links nach rechts rechnen, da werden Sie im Süden nicht eine Wohnung für bekommen. Beziehungsweise die Stadt wird keine Wohnung dafür bekommen. So, habe ich immer noch versprochen, dass er nicht so vorgemeldet darf. Bitte schön. Meine Herren, als Lehrer, ich war bis vor gut einem Jahr als Beratungsleiter an einer großen städtischen Dienststelle tätig, die zum Dezernat von Frau Wasko Bauen Umweltverkehr gehört. Und ehrenamtlich seit weit über 20 Jahren als Vorsitzender der Verkehrswahl Essen und Vorstandsmitglied der Landesverkehrswahl unterwegs. Das heißt, wir schützen ihre Kinder, ihre Enkel, Jugendfahrer, Verkehrsbildungsplatzierer. An der Überstraße die Verkehrsschulen, wo die Polizei die Landfahrt gemacht hat. Auch Verkehrsunfälle, auch Senioren, Seniorinnen und diverse Programme, die auch gut aufzahlen, sogar Wirkung gefährdet. Ich habe auch mal hier 2 wunderschöne Poster mit, die gerade der Polizei nämlich 50 Stück ausgehändigt hat für diverse Flüchtlingsunterkünfte, wo es darum geht, diesen zukünftigen Migranten auch entsprechend die Verkehrsregelung näher zu bringen. Vielleicht auch mal hier vorne Wasserland, Gansuri, vielleicht für dieses wunderschöne Gebäude hier bietet. Weil ja auch Menschen mit Migrationshintergrund sind. Worum es mir geht, es ist so, dass bestimmte Themen bis vor kurzem tabu gelegen waren. Es ist so, wir nur über Luftreinhaltung, über Merkversorgung und wer hat die Handel zu brauchen. Wir waren im Artikel bezogen auf eine Reihe, ganz sehr Kollege von mir, der das ist, aus Ghana, wie ich finde, erstmalig auch Ängste artikuliert worden sind. Das ist so, wie sie bei verschiedenen Menschen bestehen. So. Worauf ich nur abgehen möchte, auch eine Vorrednerin vorhin. Wenn bestimmte Personen, siehe Köln, siehe der junge Mann da aus Recklinghausen, der in Paris mit einem Messer rumhat und so weiter, Menschen in unsere Stadt kommen, die bestimmte Regeln nicht achten. Das ist naturgemäß so, das spricht auch der Vater 2 Bücher zu ihnen, dass Menschen Ängste haben. Damit will ich überhaupt nicht in eine richtige Ecke kommen. Wenn Sie auch die Poster, ich arbeite gerade mit der Polizei zusammen, auch Unfälle im Bereich
Sind auf der Bonifatiusstraße zu vorhin, man war ja schon an Gesprächen mit dem Runden Tisch beteiligt, um auch meine Denkwerte da mal klar zu machen. Ich schütze Kinder auch von Flüchtlingen gerne und habe auch Freude dabei. Vor Verkehrsunfällen, das heißt aber nicht, also ich möchte, dass ich demnächst beim Gang irgendwo überfahren werde oder was auch immer so ist, der Menschen erstmal in dieser dramatischen Wahrheit in Köln passiert ist. Deswegen eine Bitte an die Ratsvertreter, nur das möchte ich hier artikulieren. Wenn denn solche Menschen dann auch entsprechend in solchen großen Unterkünften untergebracht werden, sehe ich die Gefahr einer Ghettoisierung am Stadtrand wie mehrfach beschrieben. Das heißt, Kompliment und Dank an die grünen Vertreter von heute, die sich für kleinere Einrichtungen einsetzen. Das ist der richtige Weg. Für kleinere, wo hoffentlich dann auch Nachbarn entsprechende Initiativen da sind, die sich dieser Menschen annehmen, die die betreuen. Und das ist ja viel guter Wille in der Tat überall im Stadtgebiet erkennbar. Aber es kann nicht sein, solche Mythos künstlich zu erzeugen, wo dann eben auch niemand im Grunde groß ran will. Da hätte ich die Gefahr gesehen. Auf Weidekamp, da wohne ich nämlich in der Ecke, oder anderenorts, Mecklenburg-Wiese und so weiter, vielleicht noch zwischen Bergmannsfeld und Hörsterfeld mit all den Problemen, die es da Jahrzehnten liegen, die teilweise noch nicht gelöst wird. Deswegen nochmal zusammenfassend meine Bitte, sich auf kleinere Einheiten zu beschränken, die lieber bitte mehr Zeit zu nehmen, nichts übers Blut zu bringen. Das haben wir auch in einem Leserbrief zum Ausdruck gebracht, den verstehen dann auch dankenswerterweise publiziert, und ich sage auch nicht über der Hürde. Und nochmal, wenn denn dann ein Publikum kommen sollte, das vielleicht nicht in unser Land passt, mit Verlaub, muss es auch gestattet sein, über die Ausländerbehörde zu versuchen, dieses Problem schnellstmöglich zu regeln. Und klare Aussage, wenn ich mit Menschen spreche, alle haben dieselbe Meinung, das muss dann auch so sein. Danke. Hast du die Leber? Mein Name ist Robert Schoppe. Ich habe noch mal eine Frage an die Frau Schoppe-Jäger. Bezüglich des Flüchtlingsheims, das sich an der Grimbergstraße gebaut hat. Es ist wichtig, dass dieses Heim, die Erstellung dieses Heims 22,4 Millionen kostet. Weil man total weil das 22,4 Millionen kostet. Man muss ja erstmal die städtischen Immobilien haben, weil da hat man Zugriff. So, und wir vertreten ja auch in der Tat die Lösung, die Menschen in Wohnung runterzubringen. Und wir haben ja auch schon städtische Immobilien in Angriff genommen. Und auch die Stadt hat wie an der Nakobstraße ein altes Gewerbegebäude aufgekauft und als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Ich finde dieses Gebäude hervorragend geeignet. Da ist ein Kinderarzt, eine Kita, also da ist alles in der Infrastruktur vorhanden. Sehr gut. Aber wir werden nicht nur über leerstehende Immobilien sprechen müssen. Wir müssen auch zusehen, wir haben vorher Schulen, Grundschulen geschlossen und jetzt haben wir das Problem, dass wir gar nicht mehr hin wissen, wohin mit den ganzen Kindern. Das heißt, auch die leerstehenden städtischen Immobilien, sprich Schulen, da müssen wir auch zusehen, dass wir die wieder herrichten. Das kostet ja alles Geld. Das ist ja alles nicht für umsonst, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt. Und wir haben ein Problem bei diesen kleineren Einheiten, bei Flächen und bei Immobilien. Ist die absolut richtige Lösung, hundertprozentig, ist aber auch teurer. So, teurer wäre es noch, wenn man in die Außenbereiche der Flächen geht, da hat die Stadt ja etatisiert 60 Millionen nur zur Herstellung der entsprechenden Infrastruktur. Sie müssen ja Kanalisation haben, sie müssen die entsprechenden Verkehrswege haben, Rettungswege und so weiter und so fort. Das heißt, man muss immer abgleichen, so, was ist möglich bei den städtischen Immobilien? Erstens, höchste Priorität. Zweitens, man muss sich natürlich auch an private Immobilienbesitzer wenden und mit denen ins Gespräch kommen. Das kann aber keine Einzelperson nebenbei machen, sondern das muss ein Konzept haben. Da brauchen wir Leute, die in der Stadtverwaltung, in der Immobilienwirtschaft sagen, so, wir haben 3 Leute und 5 Leute freigestellt, die kümmern sich um private Immobilienbesitzer in dieser Stadt, mit denen man ins Gespräch geht und mit denen man verhandelt. Das muss Zielsetzung sein, das kann man aber bis zum 27. Januar nicht hinterbringen. Das ist Stufe 2. Da müssen wir auch dranbleiben, auch die Menschen, dass man sagt, so die Verwaltung wird aufgefordert,
nach kleineren Wohneinheiten zu schauen, und zwar nach Möglichkeiten auch gestreut in dieser Stadt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Bezirksregierung, einen kleinen Hinweis noch, wir können nur hoffen und beten, weil wir müssen 2017 den Haushaltsausgleich haben. Das hat die Regierungspräsidentin uns ins Diktat geschrieben. So, die guckt auf jede Ausgabe, die wir machen. Und ich sage immer, die Flüchtlingsunterbringung muss was kosten, wenn sie gerecht und integrativ in dieser Stadt laufen soll. Aber wie die Regierungspräsidentin darauf reagiert und wie der Kämmerer darauf reagiert, das ist noch eine andere Frage. Ich will das nur noch mal sagen, weil das ist so ein Damoklesschwert, was man uns ja auch mal sagt, ja, dann seht ihr doch zu, wo das Geld herkommt. So, und die Regierungspräsidentin hat scharfe Einschnitte verordnet und wir können nur hoffen, dass sie die Flüchtlingsunterbringung aus den Konsolidierungssummen rausnimmt. Und das muss sie eigentlich. Und da muss auch die Bevölkerung für kämpfen, damit man eine integrative Stadtentwicklungspolitik hier machen kann. Vielen Dank. Ich habe da hinten noch eine Frau, der Herr da an der Tür. Mein Name ist Wolfgang Feier, ich bin für die Linke im Planungsausschuss und ich wollte nochmal an dem anknüpfen, was Frau Schnitzler-Jäger gesagt hat gerade. Also ich meine, das wird noch ein Stück weitergehen als das, was sie gesagt hat. Und zwar ist das, was jetzt am letzten Donnerstag, am letzten Freitag uns vorgestellt worden ist, ist im Grunde genommen erstens das Eingeständnis, dass die bisherige Strategie von Herrn West zur Flüchtlingsunterbringung gescheitert ist. Die Strategie setzte vor allem auf Großflächen dann womöglich noch in Landschaftsschutzgebieten, was Sie völlig zu Recht kritisiert haben, was die Grünen kritisiert haben, was wir als Linke kritisiert haben und auch andere kritisiert haben, weil es völlig, ich hätte jetzt fast ein Schimpfwort gesagt, also völlig bescheuert ist, auf Flächen in der Außen, also auf Außenflächen zu gehen, auf Grünflächen, Landschaftsschutzgebiete zu gehen, statt eben darauf zu setzen, dass man Flächen, kleinere Flächen auch in den Stadtteil gehen will. Und es ist zum Zweiten auch eine Abkehr von Großflächen zu Kleinflächen, eine Abkehr, und zum Zweiten ist es dann auch noch eine Abkehr, das galt ja vorher der Grundsatz, von den Flächen, die sowieso für Wohnungsentwicklung vorgesehen sind, sollte keine genommen werden. Obwohl da eigentlich die Bedingungen für eine vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen mit am besten gegeben werden. Weil man gesagt hat, Essen braucht eben Wohnung, das wollen wir jetzt nicht gefährden, und da wollen wir eben jetzt die normale Wohnbebauung weiter vorantreiben. Davon ist auch Abkehr genommen. Es sind nämlich insgesamt jetzt in Essen 320 Flächen geprüft worden von der Verwaltung, zum Teil auch relativ kleine Flächen, wo eben nur kleine Einheiten untergebracht werden können, die praktisch jetzt dann in dieser Vorlage, die jetzt noch aussteht, die eigentlich heute schon vorliegen sollte, aber leider bis heute Mittag nicht da war, dass also in dieser Vorlage dann praktisch die Bewertung dieser Flächen drinsteht. Und da wird man dann alle Einzelheiten diskutieren müssen. Da wird man dann diskutieren müssen, was kann man nehmen, was ist vernünftig, was nicht und so weiter. Und mir macht bei dem, was jetzt vorliegt, gar nicht mehr so sehr, also hier im Osten sind ja, das hat Frau Schlusser hier glaube ich vorhin auch gesagt, ich bin etwas später gekommen, dass die Flächen hier im Osten, die Großflächen, die Isinger Feld, Sachsen, raus sind aus der Planung, für die erste Stufe, und erste Stufe heißt schnelle Unterbringung von Flüchtlingen. Da sollen die rausgenommen werden, nach dem, was jetzt vorliegt. Und Ladeck ist noch drin, das ist richtig, aber die großen Flächen da sind jedenfalls erstmal raus. Ich sehe bei Ihnen eine große Fläche, wenn man 400 Personen das wollte ich genau gerade thematisieren. Mein Problem ist mit dem, was jetzt in der Diskussion ist, was anderes. Mein Problem ist, dass das, was an Unterkünften zum Teil an den Flächen, die genutzt werden sollen, jetzt geplant ist, zum Teil einfach viel zu groß ist. Das geht nämlich nicht nur bis zu 400, das geht bis zu 800 Leuten, die an der Höhlenstraße, Bäumighausstraße gebracht werden sollen, direkt um die Ecke von dem jetzigen Zeltlager an der Erbshöhlenstraße, das ist alles Essen, da ist auch jetzt schon ein Zeltlager, direkt um die Ecke. Und ich finde, das ist tatsächlich ein großes Problem, über das man hier in der Stadt diskutieren muss, und was auch meiner Ansicht nach nicht tragbar ist, denn solche Großunterkünfte, Großlager, großaufwärts mobile Unterkünfte sind, die viel besser sind als die Zelte. Das ist schon klar. Aber solche großen Unterkünfte, die produzieren natürlich auch intern immer mehr Probleme. Es ist ja so, es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche kulturelle Hintergründe bei den Flüchtlingen, die da kommen. Und wenn man da erstmal richtig Konflikte hat, weil die nicht mehr beherrschbar sind, weil die Unterkünfte zu groß sind, dann ist das ein Problem, finde ich. Ich denke, dass darüber nochmal wirklich geredet werden muss, wie man Menschen nur die bessere Unterbringungsmöglichkeiten in kleineren Einheiten auch mehr schaffen kann und sich so die Herausforderung 100 geben kann und muss.
Das finde ich jedenfalls das Hauptthema neben der Frage Nord-Süd, weil es ist tatsächlich so, dass im Süden die meisten Flächen rausgefallen sind, die aus dem Landschaftsschutzgebiet einbringen, wegen Problemen, dass sie Eigentümer sowieso nicht verkaufen wollen oder aber weil es wichtige Klimaschutzzonen sind, Klimaschneisen sind praktisch, die gebraucht werden und so weiter. Das hat man ja auch jetzt schon mal Revue passiert, das wurde jetzt hier auch noch ein paar Mal. Haben Sie noch eine spezielle Frage jetzt zu der Sache oder wollen Sie nochmal resonieren? Das hat man ja jetzt mit dem Nord-Süd-Befehl, das ist ja schon die Sache auch, das sind ja alles so Dinge, die wir hier mit. Neben den Problemen, die großen Unternehmen, wo ich eins noch anspreche, was ich übrigens natürlich hier schon noch zum Besten gebe für eine besondere Sauerei halte, das ist folgendes: Es gab eine Fläche im Kruppschen Gürtel, die gehört ThyssenKrupp, eine Fläche, die vorgesehen war, weil niemand was gegen hat, wo alle gesagt haben, das ist mit einer der unproblematischen Flächen, die gehört ThyssenKrupp im Kruppschen Gürtel, die gesagt, könnte entwickelt werden zu einem Flüchtlingsunternehmen. Die kann nicht genommen werden, und zwar deswegen, weil ThyssenKrupp nicht verkaufen will, sondern ThyssenKrupp sagt, wir wollen besser als alle Flächen im KG verkaufen. Das finde ich eigentlich wirklich beschämend, das muss auch mal öffentlich gesagt werden, dass so ein Konzern, die Krupp ThyssenKrupp der Stadt Essen ja auch viel zu verdanken hat, in den letzten ja, 150 Jahren kann man schon sagen, dass die nicht bereit sind, an diesem gesellschaftlichen Problem mitzuwirken und dann eben auch zu sagen, dann nehmen wir die Fläche eben aus dem KG raus und dann wird die Fläche eben von Flüchtlingsunterkünften jetzt zur Verfügung gestellt. Das ist ja sowieso erstmal nur für ein paar Jahre. Das finde ich super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, Vertrauensverlust im staatlichen Handeln, die Polizei hat unsere Mädchen und Frauen vor Übergriffen von Menschen aus anderen Kulturkreisen muss man schützen. Wir schaffen das, wo den Menschen das eine Chance gegeben hat. Also die ganze Bandbreite ist bei mir auch aufgelaufen. Jetzt versuche ich das mal ein bisschen zu thematisieren. Also das war natürlich auch Lehrer, die gefragt haben. Ich muss das jetzt wirklich vorlesen, damit das auch rüberkommt. Also Thema Schulpflicht. Ist der Verwaltung bekannt, wie viele schulpflichtige Flüchtlingskinder der Schulpflicht unterliegen? Oder sofern noch nicht bekannt, mit wie vielen schulpflichtigen Kindern wird gerechnet. Gibt es besondere Einsteigerklassen, in welchen Stadtteilen wird dies durchgeführt, betrifft natürlich auch Kreis und Seite, wie viele Lehrerinnen und Lehrer stehen dafür zur Verfügung, was wird das alles oder wie wird das alles schon organisatorisch gehandhabt? Ein Thema. Das nächste Thema ist eingegangen. Thema Sprachförderung und Integration in den Arbeitsmarkt. Wie viele Flüchtlinge im arbeitsfähigen Alter sind in Essen zugewiesen worden? Gibt es eine Hochrechnung für 2016? Wenn viele Flüchtlinge leider keine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung haben, was macht das Jobcenter? Welche Qualifizierungsangebote sind dann zu dem Zeitpunkt, wenn die alle hier sind, was macht dann das unser Jobcenter? Polizeipräsident. Der Polizeipräsident in Essen soll öffentlich sagen, wie er uns Bürger in Essen, somit auch in Krai, schützen wird von möglichen Übergriffen von kriminellen Flüchtlingen und die unsere Wertevorstellung nicht anerkennen. Sexuelle Belästigung in Köln, wer wollte dazu wohl nicht mehr sagen. Unterbringung von Flüchtlingen. Bezogen auf die Unterbringungsform, Zeltdörfer oder festere Unterkünfte.
Wann und mit welcher Ehrlichkeit werden die Menschen in Essen darüber informiert, unterrichtet, was auf die einzelnen Stadtteile noch zukommt? Das hoffe ich mal, wird in der Ratssitzung vielleicht dann produktiv dann abgehandelt werden können. Es gibt bekanntermaßen Zeltdörfer, in denen es innerhalb des Zeltdorfes rumort, so zum Beispiel Kader. Welche Maßnahmen werden ergriffen, dass es in den alten und neuen Standorten besser abläuft? Sozialarbeit und Wachdienst. Das hängt natürlich auch mit der Größe zusammen. Also all die Fragen, die bereits gestellt worden sind, werden auch protokolliert und weitergeleitet. Was macht die Verwaltung konkret mit den Flüchtlingen, die sich innerhalb dieser Einrichtungen an keine Regeln halten? Zum Beispiel der WAZ-Bericht über die Marokkaner, die dann verlegt worden sind. Von einer Flüchtlingsunterkunft in die andere rein. Wie geht die Verwaltung dann um, wenn jetzt sagen wir mal in der Tegelschule was passiert, kriegen dann die Kaya die? Da muss man fragen. Ehrliche Fragen, ehrliche Antwort, damit man dann umgehen kann. Die soziale Balance bei der Wahl der Unterbringungsstandorte, vorhin schon mehrfach angesprochen. Soweit erkennbar gibt es ein Gefälle im Stadtgebiet. Man kann doch allen Ernstes nicht behaupten, dass die Unterbringung in der Landeseinrichtung auf dem ehemaligen Kudel, auf dem Kudelgelände, 1:1 mit einer Belegung in Karak oder Kral Bonifatiusstraße gleichzusetzen ist. Auf dem ehemaligen Kudelgelände, laut WAZ, eine Kita, ein Spiel, ein Bolzplatz ist gegeben, da werden zwei Verwaltungsgebäude geplant, auf insgesamt 1000 Quadratmeter eine zentrale Ausländerbehörde. In dieser Landeseinrichtung werden die Menschen erfasst, ärztlich untersucht und werden dann weiterverteilt. Sie haben in der Landeseinrichtung nur eine sehr geringe Verweildauer. Die Flüchtlinge zum Beispiel in der Bonifatiusstraße haben noch eine längere Verweildauer und es könnte zu Komplikationen in einem bereits mit sozialen Problemen behafteten Stadtteil führen. Was sagen die von uns gewählten Politiker zu dieser einseitigen Verteilung? Ne, das sind die Fragen, die ich weiterleiten werde an die Verwaltung und Politik. Gibt es vielleicht mal eine Übersichtskarte über die bisherige und zukünftige Verteilung? Auch für uns, damit wir erkennen können, wo das tatsächlich alles passiert. Die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen, das wurde gerade auch angesprochen. Dafür stellt natürlich auch die Frage, wie hoch werden die Unterbringungskosten der Stadt Essen für Flüchtlinge jetzt und in den nächsten Jahren sein? Auf welche Einschnitte muss sich der Bürger künftig einstellen bei einer bereits verschuldeten Stadt? Nächste Frage war, kann auch in Gewerbegebieten gebaut werden? Dann die letzte Frage, was macht die Stadt Essen in 2016 mehr als 8000 Flüchtlinge? Das weiß man alles nicht. Und das sind halt Fragen, die der Bürger wirklich hat. Da brauchen wir schon nichts mehr vormachen. Jetzt zum letzten. Mir ist gerade eingereicht worden, eine Resolution möchte ich auch vorlesen, um das Bild abzurunden. Mehr geht es heute Abend. Die Resolution, die lese ich jetzt bitte vor, da und nach sich. Resolution gegen die vom Rat in der Sitzung am 16.12.2015 mehrheitlich beschlossene Nachverdichtung am Standort Grünbergstraße. Wir fordern die von uns gewählten Vertreter in der Bezirksvertretung 7 heute um Unterstützung, dass in der nächsten Sitzung des Rates folgender Beschluss gefasst wird. Aufgrund der ungünstigen straßenbaulichen Gegebenheiten, fehlende Bürgersteige auf jeder Straßenseite vor der Unterkunft Grünbergstraße und der derzeitigen Suche durch die Verwaltung nach Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen, wird die Entscheidung einer Nachverdichtung am Standort Grünbergstraße zurückgestellt und der Status quo unter den jetzigen Bedingungen beibehalten. Das wird richtig begründet auch, das weiß ich nicht, soll ich das noch kurz vorlesen? Also im November 2015 haben sich die Anwohner bereits per Schreiben an den Herrn Oberbürgermeister Kufen, Herrn Bezirksbürgermeister Hampel und die Damen und Herren der Fraktion von SPD und CDU gewandt mit der Bitte, eine Erweiterung von 75 Plätzen von derzeit 129 auf 204 noch nicht zu treffen. Es wurde von uns, den Anwohnern, die bauliche Situation vor Ort beschrieben und unsere Ängste und Sorgen sollten zumindest einmal betrachtet werden. Zu unserem großen Bedauern wurde ohne weitere Aussprache im Rat der Stadt die Entscheidung getroffen, die Standort Grimbergstraße für 2,7 Millionen zu erweitern, für nur 75 Plätze. Die Finanzierung soll durch die Erhöhung der Kreditrate der Stadt erfolgen, die scheinbar ohne Beachtung der bereits immensen Verschuldung von über 3 Milliarden Euro. Es muss heute öffentlich und deutlich die Frage gestellt werden, ob Sie als gewählte Volksvertreter und Entscheidungsträger uns Bürger überhaupt noch ernst und wahrnehmen und uns, mit deren Stimmen Sie regieren, tatsächlich mitnehmen wollen. Und wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die den Bezirk und somit auch unseren Bürger betreffen. Daher fragen wir Sie ganz offen und klar, übernehmen Sie heute öffentlich die Verantwortung,
den Menschen aufgrund der baulichen Situation vor Ort unter Beachtung der Waren der sozialen Balance im Stadtgebiet zu Schaden kommen, muss es ein Schaden an Leib und Seele entstehen, damit der kleine Bürger endlich wieder Gehör findet, wie zuletzt in Köln. Stehen Sie zu Ihren Verpflichtungen den Menschen, und damit meinen wir alle Menschen, die hier in unserer Stadt und gerade im Kreis einen sozialen Brennpunkt, wie es immer heißt, beizustehen und zu dienen. Und nicht nur dann, wenn es darum geht, eine Wahl zu gewinnen. Anwohner und Bürger aus dem Kreis. Das heißt, die Erweiterung ist eine geschlossene Sache, ist das richtig? Ja. Am 16.12. ist die Entscheidung getroffen. Super. Das hatte ich gerade vorgelegt. Das werde ich auch weiterleiten. Eine Worte noch da hinten. Ich habe alle Frage. Zuhören? Ja? 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 Nach mir und die anderen gleich. Die Frau ist etwas leiser. Damit auch alle verstehen. Also ich habe eine ganz allgemeine Frage, wird einige vielleicht hier erschrecken. Die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die betrachte ich als Gäste. Gäste, was machen Gäste? Wenn ich Gäste habe zu Hause, irgendwann gehen die wieder. Was machen wir mit den ganzen Räumen, die wir schaffen, auf festem Grund und Boden, wenn die Leute nicht mehr da sind? Denn die möchten doch wieder nach Hause, wenn ihr Problem gelöst ist. Sieht man das? Ich habe auch noch mal kurz was, bevor sich der Saal erleert, speziell an die Ratsherren. Politik ist doch relativ einfach gemacht. Ich spreche jetzt auch nochmal das Nord-Süd-Gefälle. Ne? Im Rat haben wir 89 Ratsherren und Frauen und den Oberbürgermeister. Das ist der 90. 90 sitzen die CDU und SPD, die haben 63 davon. Wenn sich von der SPD, ein Großteil, mal die Ratsherren wie der Manfred hier aus dem Osten oder aus dem Westen zusammentun würden, und dann die anderen Parteien, die Grüne, die Kollegen von den Linken da hinten und alle, dann könnte man auch mal sagen, am 27. den stimmen wir nicht zu, bevor er nicht drei oder vier Standorte in Essener Süden da reinpackt. Ja. Ihr könnt hier, das ist die Demokratie, auch nicht aus dem Verleger, wenn man nicht sicher ist, wer dabei ist, weiß man nicht, aber warum wird das nicht mal gemacht, dass ihr sagt, ne, dass ihr sagt, das machen wir nicht mit, lieber Herr Oberbürgermeister und Co., weil von den 90 würdet ihr die Mehrheit haben, wenn die SPD-Fraktion, der Herr Marschan, ist, glaube ich, der Fraktionsvorsitzende, weiß ja, ob der die Richtung vorhergibt, wie abgestimmt werden muss, will sich darum bitten, das mal zu überlegen und dann auch mal sagen, so nicht. Ne? Da müssen im Stadtwald, und ich sage ja, ich kenne da Gebiete, da können wir auch einen kleinen Baum absägen. Ne? In dem Sinne. Ne? Alles klar. Eine kleine Frage oder ja? Ich leite hier das Stubehaus, was hier genau drunter ist. Ich bin hier jeden Tag im Stadtteil unterwegs, mit Kindern von 2 bis 10 Jahren. Ich bin einmal in der Woche in der Grünbergstraße und arbeite dort mit Kindern und Familien. Und ich kann es so nicht stehen lassen, dass dort Müll über die Straße mit dem Zaun geworfen ist, habe ich auch mitbekommen. Das ist nicht in Ordnung. Aber es wohnen dort ganz großartige Familien, die mittlerweile teilweise ihrer Arbeit nachgehen, die teilweise Steuern bezahlen. Und wir haben eine Situation dort, dass die Leitung der Grünbergstraße sehr genau weiß, dass es Probleme dort gibt, über die ich mich auch ärgere, teilweise auch über die Kinder und deren Eltern, wo die Kinder nicht in die Schule gehen, weil man irgendwo das nicht gebacken kriegt. Alles keine Diskussion. Aber was nicht sein kann, ist, dass man alle Menschen, die dort leben, über einen Kamm schert. Und ich erlebe das auch an den beiden runden Tischen, an denen ich regelmäßig teilnehme, Grünbergstraße und Bonifatiusstraße. Es ist großartig, wie viele Menschen sich dort engagieren.
sind an der Bonifatiusstraße zwischen 80 und 100, die dort ehrenamtlich etwas tun. Es sind in der Grimbergstraße zwischen 30 und 40, die regelmäßig dort tätig sind. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern ich lerne auch jeden Tag eine Menge dabei. Ich finde sehr viele Menschen, die hierher kommen, nicht nur als eine Bereicherung. Eine Bereicherung sind irgendwie alle, aber sehr viele Menschen, die hierher kommen, werden für uns für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein. Vielleicht sollten wir auch mal bedenken, das Flüchtlingsproblem, da sind wir in Deutschland auch nicht so ganz unschuldig. Und kein Mensch in der Stadt Essen und kein Mensch im Land und kein Mensch im Bund hat jetzt irgendeinen Plan. Es gibt einen Plan, die Menschen werden kommen, solange die Situation in diesen Ländern so sind, wie sie sind. Und es sieht nicht so aus, dass sie besser werden. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber wir müssen uns der Situation stellen. Ich bitte darum, einfach zu differenzieren. In den Schulen, in denen ich tätig bin, haben wir viele Probleme mit Menschen, die von den Generationen seit Jahrzehnten hier wohnen. Es sind nicht nur die Menschen, die neu hierher kommen, die Probleme machen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele wunderbare, tolle Leute, ich mag sie alle gerne. Aber bitte in der Frage, der jetzt neu hierher kommt, auch Chancen sehen. Ich möchte noch eine zentrale Angelegenheit zurückkommen, nämlich auf den Bodenschutz, auf die freie Flächenerhaltung zur Frischlufterneuerung und so weiter. Der Boden, der hier angedacht wird, in Landschafts- und Naturschutzgebieten, die das Wegnehmen von landwirtschaftlich bebauten Flächen, das ist ein großes Übel, wie ich das finde, und das ist, das können Sie sich Ihrer Verantwortung nicht entledigen. Dafür sind Sie verantwortlich, dass die zukünftigen Generationen auch noch hier Flächen und die Bauern ihr Feld bestellen können, was nämlich der Herr Ritter vorhin sagte, dass er hier dazu beiträgt, wohnortnah Nahrungsmittel zu erstellen und Lebensmittel, die hier erstellt werden, die Böden, die da genommen werden, die können sich unwiederbringlich verloren. Mein Name ist Reinhild Hausmann. Ich bin selber dann in Essen geboren.
Entschuldigung, den Namen nochmal. Mein Name ist Marco Mertens. Ich bin so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, dass ich das heute hinterher gedacht habe. Ich kam eigentlich heute hin und bin fest davon ausgegangen, dass die Ladenbäcker auf gar keinen Fall zu den Gebieten gehört, die da anscheinend letzte Freitag so besprochen worden ist. Weil, wenn man sich die Vorlage der Stadt Essen anguckt, aus Mitte Dezember, und sich jeden einzelnen Standort anguckt, der hat schon mal so eine Vorab- Einschätzung der Verwaltung hier vor, ist eigentlich die Ladenbäcker am ungeeignet von allen Standorten, die da drinstehen, weil man erst im Juli dieses Jahres prüfen kann, ob der Standort überhaupt in Frage kommt. Das war nicht mehr verwundert so war, ist irgendwann noch zu früh mit Ausgleichsflächen und hin und her. Das war eigentlich die Fläche, die war viel ungeeignet als alle anderen Flächen, die da drauf standen. Das ist jetzt die Fläche, wo man dann 400 hinschaffen wollte, kann ich nicht ganz verstehen, ehrlich gesagt. Bin ich auch vielleicht Frau Schulz-Leger vielleicht mal dazu, was zu sagen. Ist das weiter schon so in den Fraktionen da beschlossen worden? Das hört sich für mich so ein bisschen an, als ob diese Flächen relativ klar sind. Weil diese Fläche kann man nicht unterhalten. Und ich jetzt einfach, wenn man sich das durchliest, ist diese Fläche eigentlich am ungeeignetsten. Viel ungeeignet als viele andere. Und die stehen jetzt noch drauf. Da bin ich ganz verstanden. Weil es geht ja darum, möglichst schnell Leute Unterkünfte zu bringen. Eben. Deswegen ist er auch genau nicht klar. Ich würde sagen, Frau Schmuster-Jäger ist da. Ich kann nur sagen, das ist ja jetzt eine verkleinerte Fläche. Wir haben das am Freitag ja nicht im Papierformat oder vorher zugeschickt bekommen. Man hat uns nur mündlich erläutert und an der Karte dargelegt, dass die Ladenbäcker jetzt eben im verkleinerten Bereich A. Und dann kam eben die Anzahl der Menschen, die dort untergebracht werden sollen. Und B, eben aus Natur- und Landschaftsschutzgründen, jetzt noch in die Richtung. Und aufgrund der Tatsache, dass landwirtschaftliche Flächen Gott sei Dank nicht verkauft werden vom Eigentümer. Das war ja das Gute daran, dass, was wir ja auch gehofft haben, dass man eben eine kleinere Fläche nordwestlich nehmen will. Das ist der Hintergrund, dass sie deswegen nicht geeigneter ist. Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Ich wollte nur erklären, warum die Ladenbäcker jetzt in anderer Form von der Verwaltung so vorgeschlagen wurde. So, wir werden das in den Fraktionen jetzt diskutieren. Wir werden uns, also wir haben wie gesagt noch keine Vorlage, anhand derer wir uns abarbeiten können. Und ich sage Ihnen jetzt schon, es wird mit Sicherheit auch noch die einige Änderungen geben, weil die Verwaltung auch am Freitag bis kurz vor dieser interfraktionellen Sitzung, man merkte, irgendwie in Abstimmungsprozessen waren. Weil da kommt ja einerseits die Sozialinfrastruktur, da kommen Immobilienfragen, da kommen Natur- und Landschaftsschutzfragen, da kommen Bürgerinitiativen, die sich werden. Also die Verwaltung steht auch ein Stück weit Kopf, weil sie im Grunde genommen händeringend natürlich Flächen sucht und aus den verschiedensten Perspektiven vieles gegen bestimmte Flächen spricht. Und da kann ich Frau Strecker natürlich auch nur folgen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch Lösungen gemeinsam erarbeiten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und da stehe ich auch als Grund für, dass wir menschenwürdige Unterbringungen brauchen. Aber man kann sich nicht so einfach machen, einfach sagen, also unwiederbringlich eben Natur- und Landschaftsflächen zu vernichten. Und gerade bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen, das haben Sie ja zu Recht gerade, ich weiß gar nicht, nochmal gesagt, das hat Frau Dr. Eitner in einer Versammlung hier mal, wo es um Wohnbauflächen geht, sehr deutlich gesagt. Es dauert bis zu über 1000 Jahren, bis sie diese Böden, also es ist eine unwiederbringliche Vernichtung von landwirtschaftlichen, wertvollen Boden. Und das kann man natürlich überhaupt nicht machen. Das geht überhaupt nicht. Und wir müssen uns darüber im Klaren, dass diese Natur- und Landschaftsschutzflächen auch zu erhalten sind. Aber wir müssen auch mit Volldampf daran arbeiten, Alternativen zu finden. Eben diese kleineren Flächen, die als Wohnungsbauflächen. Das ist aber, jetzt sage ich es Ihnen, in Werden ist der höchste Bedarf an Wohnbauflächen. Also sagt die Verwaltung immer, in Werden können sie ratzifatzi, können sie Flächen verkaufen, weil da gibt es einen unheimlich hohen Bedarf. Im Osten haben sie festgestellt, also jetzt wir hier aus dem Osten, da ist der gar nicht so hoch wie im Süden. Die haben aber dann bei den neuen Wohnbauflächen im Osten bei uns deutlich mehr Flächen vorgeschlagen, als der Bedarf da ist, weil sie im Süden zu viel Widerstände hatten. So, das ist natürlich alles auch immer ein bisschen schwierig, deswegen ist das mein Wunsch an die Südleute, dass die sagen, die Flächen, die als Wohnbauflächen vorgeschlagen wurden, die kleineren, da auch dann dazu zu stehen, dass man da guckt, weil letztendlich kann man nicht sagen, dass man es auf der einfachsten Ebene macht, wenn man ehrlicherweise auch landwirtschaftliche und Naturschutzflächen schützen will, was wir auch wollen. Aber um es nochmal ganz deutlich zu sagen, es geht an der Ladenbäcker, es
geht an der Lahndecke nicht mehr um die ursprüngliche Fläche. Das stimmt nicht. Das haben wir nicht verstanden. Ich würde jetzt gerne noch mal einige Bemerkungen zu dem machen, was gesagt wurde. Der Marco Merenschott, vollkommen recht, es gibt ja diese unterschiedliche Strategie Anlagen, von denen du auch gerade gesprochen hast, und mit Einschätzung dann der Planungsverwaltung. Und nach dieser Einschätzung ist eine Verbauung Lahnbecke Straße und nach diesem Vertrag Hochfeldstraße nicht möglich. Die Kriterien, die habe ich also vorhin genannt, wichtige Landwirtschaftsfläche, Landschaftsschutzgebiet, wertvoller Boden und so weiter. Ich werde das also gerne mitnehmen, also was wir alles heute Abend hier besprochen haben. Wir hatten heute auch eine Fraktionssitzung der SPD gehabt, wie ich vorhin sagte, wir waren davon ausgegangen, dass wir schon vom Oberbürgermeister dann heute eine neue Liste, eine überarbeitete, bekommen würden. Das war also nicht der Fall. Ich habe auch gerade gesagt, warum das nicht ging, weil der Oberbürgermeister sagte, das braucht noch Zeit, das muss also noch intensiver dann geprüft werden in all den Punkten, die Sie dann auch gerade genannt haben. Da spielt das Thema Nord-Süd-Gefälle eine große Rolle. Auch die Unterbringung von Menschen, Immobilien ist da auch mit zu berücksichtigen. Also alles Dinge, die da mit reinspielen, sodass wir dann in der nächsten Woche diese Vorlage haben, die man dann auch intensiv beraten kann. Also ich nehme das so mit, ich werde das in unsere Fraktion dann auch so einbringen, dass wir an dieser Gesamtplanung dann nochmal arbeiten. Und Sie haben vorhin eingangs meiner Stellungnahme gehört, ich bin auf Ihrer Seite. Ich unterstütze das, dass also beide Flächen, die hier in Leite, Giesinger Bach und eine Landeckestraße für eine Bebauung nicht vorzusehen sind. Dafür setze ich mich also sehr gerne ein, weil ich das auch für sehr wichtig halte, dass diese Flächen nicht zerstört werden. So. Das war mir jetzt am Ende nochmal sehr wichtig zu sagen. Also in der nächsten Woche gehen dann die Beratungen in den Fraktionen weiter. Und dann wird man am 27. Januar sagen, wie der Rat dann über diese Liste des Oberbürgermeisters dann entscheiden wird. Sie hatten noch eine Frage? Ja. Mein Name ist Richard Sager und ich wohne unmittelbar in der Nähe der Grinbeinstraße. Ich habe heute spazieren gemacht, so was gesehen, dass da an den freistehenden Containern, der nicht belegt ist, dass da drin gearbeitet wurde, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt höre ich heute Abend, dass abgerissen wird und ein neues Gebäude draufgestellt wird, habe ich richtig gehört, für 2,7 Millionen Euro abrissen, ein Neubau. Warum hat das nicht überrumpelt worden? Das hat nirgendwo in der Zeitung gestanden. Nirgendwo, das ist Fakt. Das habe ich heute Abend erfahren. Was sagt ihr dazu? Nein, die Zahlen sind ja auch nicht öffentlich. Die sind ja nur, weil wir keine Mitglieder der Politik haben, die in den Medien. Warum? Ja, warum ist das nicht veröffentlicht worden? Ich kann mich erinnern, hier im Haus, das wurde ja auch, das gab man das ja, da wurde so ein Plan ausgehängt über Flüchtlinge, wo die Flüchtlinge hin sollten. Der Bürgermeister OB Fass hat gesagt, der Verwaltung den Auftrag gegeben. Die Herrschaften haben sich hingesetzt und haben überall, wo schon was war, noch was dabei getan. Das war der Hauptsatz. Und jetzt, einfach hier in Köln-Westreise wollen kaufen. Das hat der Stadt schon mal versucht, in Leipzig, die Schule einfach hinten mobilisiert für Flüchtlingsreise. Das ist unterbunden worden durch eine Bürgerinitiative. Warum hat uns keine Gelegenheit gegeben, dagegen zu protestieren? Und 2,7 Millionen wurde dann wieder raus oder was? Also, warum sind nicht renoviert worden, das Gebäude? Das wäre doch das Einfachste gewesen. Ja, und auf der anderen Seite sind ja noch zwei Container, die noch von Flüchtlingen bewohnt werden. Dieser Bedenken auch mit. Wir können sie hier jetzt nicht lösen. Wir haben den Geheimdienst hier gemacht. Wir leiten hier die Bürgerversammlung. Aber wir geben alle anderen Einsätze und Fragen diese Sachen mit. Nicht der Herr Tippmann ist alle im Rat, sondern dass hier bekommen. Wir sagen, das ganz bei der Bürgerschaft sind wir ja da. Und wir können jetzt darauf keine Antwort geben, Herr Sager, bitte darum Verständnis. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wie gesagt, es ist ja eher einiges,
zusammengetragen worden an Aspekten, wie Sie das wollen, in Ihren Namen weiterreichen an den Rat der Stadt, einmal ausführen. Und müssen jetzt nicht nur fragen, ob das von dem Kreis ja, ich jetzt immer mal ausführen. Sofern wir aus dem Rat wirklich handfeste Sachen haben, wo wir wieder berichten können und sie informieren können, werden wir auch entsprechend eine neue Bürgerversammlung einberufen, um sie zu informieren, wie es weitergeht. Ja? Da können Sie sich mal darauf verlassen, dass wir da also Sie mitnehmen und auch mit Ihren Sorgen, Ängsten, Ansätzen, Fragen, dass wir da alle schauen, dass wir da als Vermittler tätig sein können und werden. Ja, darauf können Sie sich verlassen. So, jetzt nochmal die Dame von rechts. Entschuldigung, Name? Also mein Name ist Maike Kirchmann, das ist mein Name. Und wir waren vor, also wir ganz genau jetzt im Hinstand, im Treff der Grünen. Genau. Da war ein Mann, der hat sich mit seinem Fahrrad ins Bergmannsfeld, ist im Bergmannsfeld herumgefahren und hat Wohnungen gezählt. Und der ist im Bergmannsfeld alleine auf 94 leerstehende Wohnungen gekommen. Das ist eine super Integration, da Leute oder Flüchtlinge, Familien einzubinden. Und nicht geballt irgendwo 500, 400, 600, also 94 Wohnungen, finde ich schon eine Menge für Familien, vierköpfige Familien. Ist eine Sache, die gerne einmal ins Protokoll aufgenommen werden sollte. Danke. Also schön, hatten wir aber, glaube ich, schon von das Thema her an der Wohnungsherstand ermitteln und gucken, jetzt bessere Integration dort unterzubringen. Die Thematik war schon protokolliert. Ist bei uns auf dem Schirm und kommt auch mit in den Nachwuchsspielen. Ja? Ja. Aber er hat niemand aufgezeigt. Entschuldigung, einmal bitte nochmal zuhören. Würde ich sehr gerne die Bürgerversammlung für heute beschließen. Wie gesagt, wir sind also am Ohr und hören, was es da Neues zu informieren gibt, wird entsprechend dann nochmal neu einladen und gucken, was es bis dato gegeben hat. Wir danken auf jeden Fall für Ihre konstruktive Diskussion, für Ihr Kommen. Kommen Sie gut nach Hause, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.